Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder der Goodie mit einem weiteren Guide zu Call of Duty Modern Warfare Remastered. Und zwar holen wir uns heute gleich zwei Trophäen, zwei Erfolge. Und zum einen ist das einmal der Retro-Schütze und dann der Meister-Ninja. Für den Retro-Schützen dürft ihr eure Waffe während des Spielverlaufs nicht einmal nachladen. Also die komplette Mission über dürft ihr nicht nachladen. Und für den Meister-Ninja dürft ihr nur Messerkills haben. Wir machen das Ganze gleich direkt hier in der ersten Mission Besatzung entbehrlich auf dem Schwierigkeitsgrad Rekrut und lassen eigentlich die komplette Arbeit von unserem Team erledigen. Das Einzige, was ihr machen dürft, ist, ihr dürft also auf alle Fälle Flashbangs werfen. Also wenn es mal irgendwie aus irgendeinem Grund zu kritisch wird, dann könnt ihr ruhig eine Flashbang raushauen, aber mehr auch nicht. Ich empfehle euch wirklich überhaupt gar nicht zu schießen. Ihr solltet also in diesem Level nicht ein einziges Mal schießen. Wenn ihr Kills macht, dann nur mit dem Messer, weil wie gesagt, dafür gibt es halt auch auf alle Fälle den Erfolg, die Trophäe Meister Ninja. Aber Nachladen ist verboten und deswegen ist es am allerbesten, wenn ihr gar nicht schießt, um auf Nummer sicher zu gehen. Eure Teammates machen das schon gut genug. Teilweise dauert es ein kleines bisschen, dass sie natürlich die Gegner down haben. Aber das sollte kein Problem sein, einfach ein kleines bisschen Geduld zu beweisen, weil ihr seht das auch an der Videolänge hier. Es sind 10 Minuten über den Daumen ungefähr, die wir hier haben. Und da machen wir also wirklich nichts weiter, außer halt hier. Ja, unseren Teammates zu folgen, im sicheren Abstand zwischendurch mal einen Messerkill mit einzustreuen und das war's. Mehr ist wirklich nicht zu tun. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass der kleine Guide hier euch bei den Trophäen weiterhilft. Wenn dem so war, würde ich mich auf alle Fälle sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr vielleicht den Kanal abonniert, weil dann verpasst ihr hier einfach gar kein neues Video mehr. Und ansonsten natürlich freue ich mich auch sehr, wenn ihr natürlich meine Videos weiterempfehlt im Freundeskreis, in der Community. Dann wäre das wirklich eine schöne Sache. Ich verabschiede mich an dieser Stelle hier schon bereit von euch. Lasse euch mit dem Rest des Gameplays mit Besatzung entbehrlich alleine. Und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie. Wir ziehen auf einem Big Bird, wird in 10 Minuten für die Evakuierung auf Station sein. Verstanden, Hammer. Warcraft Griffin haltet uns den Rücken frei. Alle anderen folgen. Ja. Die spare ich mir für den Nahkampf. Verdammt richtig. Auf mein Zeichen. Los! Überprüft eure Ecken. Bewegung. Die Ecken überprüfen. Rechts sicher. Links sicher. Gang gesichert. Vorwärts. Rechts sicher. Treppe gesichert. Bewegung rechts. Ziel erledigt. Gang gesichert. Überprüft eure Ecken. Links sicher. Vorwärts. Bereit halten, auf mein Zeichen. Bin bereit. Blendgranate los. Los. Keine Ziele in Sicht. Vorderer Bereich sicher. Vorwärts! Nah zusammenbleiben. Keine Aktivität. Gas, rechte Seite. Bin dran. Sieht ruhig aus. Ruhig bleiben. Keine Ziele in Sicht. Formieren!
Bereit, Sir. Los. Links sicher. Bewegung. Bewegung rechts. Vorwärts. Okay? Ja. Ich empfange starke Signale, Sir. Ein Blick hierauf kann sicher nicht schaden. Das ist Arabisch. Baseplate, hier spricht Bravo 6. Wir haben es gefunden. Bereit, das Paket für den Transport zu sichern? Keine Zeit, Bravo 6. Zwei Flieger sind schnell zu euch unterwegs. Nehmt mit, was ihr könnt, und dann nichts wie raus da. Die bewegen sich schnell. Vermutlich Mix. Hauen wir ab. Soap, schnappen Sie sich das Manifest im Container. Los! Alles gut. Immer weiter! Wo zur Hölle ist der? Spring schon! Hab dich! Wir sind alle an Bord. Los! Verstanden. Wir verschwinden. Baseplate hier, Big Bird. Paket gesichert. Wir kehren zur Basis zurück. Ende. Wagen kommt.